Liebe Zuschauer, gestern Abend bei der Direktübertragung hatte ich wirklich ein tolles Erlebnis mit zwei Politikern, Bundestagsabgeordneten. Ich habe sie in der Direktübertragung live quasi angerufen. Und beide sind von der SPD, der Herr Lindt, Helge Lindt und der Herr Florian Post. Ich habe die jeweiligen Homepage-URLs hier unten mal in meinen SPD-roten Ticker eingefügt. Ich möchte mich bei den beiden Herren herzlich bedanken. Ich stehe Ihnen politisch nun wirklich nicht nahe, aber ich kann das durchaus respektieren und auch honorieren, dass Sie so cool reagiert haben, dass Sie nicht gleich gesagt haben, sind Sie für einer oder sonst irgendwas, sondern wirklich mit mir sich unterhalten haben, auch nachdem ich natürlich gleich zu Beginn gesagt habe, dass sie hier live auf Sendung quasi sind mit 3200, 3300 Zuschauern, die jetzt auch alle zuhören. Das hat die aber nicht so wirklich beeindruckt, fand ich auch extrem cool. Ich wollte mich einfach nochmal bei den beiden Herren bedanken, schon mal für diesen Einstieg. Es wird ja hoffentlich mehr draus. Letztendlich ging es ja um eine Interviewanfrage. Die beiden Fotos sind von jeweils von der Seite der SPD-Fraktion. Falls ihr mich fragt, warum die schwarz-weiß sind, die habe ich jetzt einfach mal genommen, weil ich die nicht schlecht finde. Und damit man sich mal ein Bild machen kann, wer das überhaupt ist. Herr Lindt hat den Wahlkreis Wuppertal. Herr Post ist in München, hat in München den Wahlkreis, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Auf jeden Fall ein Bayer, so wie ich. Und ja, jetzt habe ich diese beiden Telefonate zusammengeschnitten und wollte die euch hier nochmal als Video präsentieren, weil doch bestimmt einige Leute sagen, nee, 2,5 Stunden Direktübertragung, Aufzeichnung, das ziehe ich mir jetzt auch nicht unbedingt rein. Hier nochmal für euch geschnitten und gerührt die beiden Telefonate. Ich wünsche euch viel Spaß. Und danke euch fürs Zugucken, sage ich jetzt schon mal. Ja, Servus. Oh, das sind keine schlechten Fotos. Licht ist gut, Profi gemacht. Kann man nichts sagen. Finde ich jedenfalls. Ich kann es ja nicht wirklich beurteilen, aber mir gefällt's. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Ah, die wechseln halt auch die Nummern. Gut, was ist mit diesem Helge Lindt? Den scheint es ja zu geben. 1172-9533. 969. So, das habe ich alle. Warum ist denn das so leise? Also, Lautsprecher vielleicht mal anmachen. Ja, hallo? Ja, guten Tag. Hier spricht der digitale Chronist von YouTube. Ich bin hier direkt in eine Direktübertragung. Spreche ich mit Helge Lindt, glaube ich? Ja, wer ist da? Ich hab's nicht gesehen. Ich bin der digitale Chronist auf YouTube. Ich bin hier gerade in einer Direktübertragung und ich würde Sie gerne einladen zu einem Interview, Herr Lindt. Bin ich denn mit Herrn Lindt verbunden? Ja, sind Sie. Ja, das ist doch super. Sie sind doch Mitglied des Deutschen Bundestages, nicht wahr? Ja, richtig. Der ja. SPD, oder ist die noch im Bundestag? Ja, sie ist noch im Bundestag. Hätten Sie denn Lust auf ein Interview, nicht jetzt, sondern generell mal auf meinem YouTube-Kanal? Ja, aber zu welchem Thema generell oder ein spezifisches Thema? Ja, spezifisches Thema wäre natürlich ganz aktuell die Kandidatenkür und vor allem auch die Kandidatenauswahl. Und wer sich dazu reiht, jetzt momentan hier praktisch seinen Hut in den Ring wirft, wie man so schön sagt, darüber würde ich gerne mit Ihnen reden als Bundestagsabgeordnete. Sie kennen, Sie sind doch der Insider. Das ist doch der Witz. Ich brauche einen Insider. Verstehen Sie? Ja, ob es da wahre Insider gibt, ist eine andere Frage. Also ich muss Ihnen fairerweise sagen, Herr Lindt, Sie sind hier live auf YouTube gerade. Ja. Ja, nur, dass Sie das wissen. Ist ja kein Betriebsgeheimnis. Nein, aber uns hören hier gerade irgendwie, Moment, ich sag's Ihnen genau, 3387 Zuschauer zu. Nur keine Verarsche, ist wirklich keine Verarsche. Ist ja gut. Nein. Ja, Sie sind ja echt, also Sie sind ja wirklich... Das ist eine ernsthafte Situation, bei der es um viel geht für die SPD. Insofern
Nein, nein, Herr Lind, das ist jetzt wirklich keine Verarsche. Ich will Ihnen da offen und ehrlich sagen, ich bin jetzt kein SPD-Fan, aber ich will auch allen eine Stimme geben. Und ich werde Sie da, wenn Sie da kommen würden, das würde dann über live gehen, also dass Sie irgendwo sitzen mit einem Laptop, mit Webcam und Mikro. Und dann könnten wir, ich weiß, also vielleicht, ich will da wirklich fair sein. Wenn Sie meinen Kanal sehen, werden Sie sagen, da werde ich nicht hingehen. Aber wenn Sie sagen, nee, das interessiert mich, den will ich mal auseinandernehmen, diesen Chronisten, dann wären wir im Ring, wir zwei. Ich muss mir einfach mal angucken, digitaler Kulisse, schaue ich mir einfach mal an. Ich bin jetzt gerade sozusagen naja, nicht wirklich Urlaub, Halburlaub nenne ich es mal. Wie bitte? Aber Moment mal, Herr Lind! Sie sind Volksvertreter. Sie haben Urlaub? Das kann ja nicht sein. Das war jetzt ein Scherz, oder? Okay, das lasse ich noch durchgehen, guter Mann. Weil immerhin, ja, alles klar, komm mal klar. Gut. Herr Lind, Sie sind sympathisch. Sie sind sympathisch, das sage ich praktisch, wie soll ich sagen, unbeeinflusst, weil wie gesagt, Sie werden mir nicht böse sein, wenn ich sage, die SPD ist jetzt nicht die Partei meiner ersten Wahl, ja. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ich jemand von sogar einer Regierungspartei in dem Fall, ja, GroKo und so weiter, wirklich und einer, der im Bundestag sitzt und nicht von der AfD ist, den hatte ich auch noch nicht, ja, nicht, dass Sie denken, ich bin hier ein AfD-Kanal, das bin ich nicht. Ich bin einfach jemand, der digital die Ereignisse chronisch chronisiert sozusagen, ja. Und klar, mit einer gewissen Schärfe. Also Sie werden mir verzeihen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass Ralf Stegner vielleicht, auf den wäre ich jetzt nicht unbedingt gekommen als SPD-Vorsitzender, aber nur so als Zwischenbemerkung. Ja, ich finde Sie richtig cool. Herr Lind, ich finde Sie richtig cool, dass Sie nicht auflegen. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Respekt, wirklich hoher Respekt. Also Moment, Herr Lind, also da sagen, das wirklich jetzt mal ohne Scheiß, Herr Lind, damit machen Sie die SPD für mich wieder ein Stück weit sympathischer. Weil dann sind Sie jemand, ja wirklich, nein, weil ihr seid so humorbefreit. Ihr seid so humorbefreit. Ja? Wie gesagt, ich bin ja überzeugter Sozialdemokrat, aber dass wir oft relativ bis komplett humorbefreit sind, kann man nicht wirklich immer in Abrede stellen. Mensch, Insofern was habe ich denn hier an der Leitung? Wen habe ich denn hier in der Leitung? Ich habe einen humorvollen Sozialdemokraten. Wo kommen Sie denn her? Das kann doch nicht sein. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Oberhammer. Herr Lind, ich habe Ihre Nummer über dunkle Kanäle bekommen, gebe ich zu, aber die wird jetzt auch nicht ganz geheim sein, oder? Hoffe ich mal. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt irgendwie, ich sag mal, angepisst sind. Bitte nicht. Ja. Ich habe meine Nummer auf 5 mal 3 Metern auf Wesselmänner plakatiert im Wahlkampf. Insofern kann ich Ihnen schlecht vorwerfen, meine Nummer anzurufen. Eine ehrliche Haut bei der Sozialdemokratie. Ich glaube, kann es sein, Herr Lind. Ja, wohlgemerkt. Ja, genau. Sie sind ein geiler Gesprächspartner. Kann es sein, dass Sie ab und zu in irgendwelchen Gremiensitzungen oder in irgendwelchen sonstigen Sitzungen, die ihr immer alle machen müsst, die ich so furchtbar langweilig finde, manchmal das Gefühl haben, ich muss jetzt in den Tisch beißen? Einigermaßen normal empfindende Abgeordnete wird sicher das Gefühl haben, insofern ist das sozusagen ein Normalzustand, dass man mal gelegentlich nicht permanent, dann wäre das ein echt chronisches Problem, aber in den Tisch beißen möchte. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die dann versuchen, auch selbst in Sitzungen mal mit Ironie und mal mit gewisser Schärfe dann auch Abhilfe zu schaffen aus diesem Zustand. Also Herr Lind, ich will Sie jetzt auch nicht weiter belegen. Ich danke Ihnen wirklich herzlich und wirklich aufrichtig für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sie sind eine coole Socke, muss ich wirklich sagen. Sehr sympathisch, wirklich. Ich habe nicht mehr gehofft, dass es sowas bei der SPD gibt. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich das sagen muss, weil ich auf Humor extrem Wert lege. Und ich will auch nicht, dass Sie in irgendwelchen Schwierigkeiten geraten. Und deswegen würde ich Sie bitten,
Sie haben ja jetzt auch meine Nummer, bitte nicht veröffentlichen. Und ich sage Ihnen natürlich dann auch meinen Namen, aber mein Nachname ist sozusagen ein bisschen, wird ein bisschen unter der Hand gehandelt. Und natürlich sage ich Ihnen dann meinen Namen, wenn wir mal unter uns telefonieren, nicht 3.500 Zuschauer mithören, dass wir dann vielleicht zusammenkommen. Meinen Sie, also ich weiß, es kann sein, dass Sie sagen, nachdem Sie meinen Kanal gesehen haben, nee, also vielen Dank, das ist nicht mein Format. Und trotzdem, Herr Lind, ich danke Ihnen wirklich für Ihre Zeit, die Sie sich jetzt genommen haben, dass Sie kein Problem haben, dass wir hier in der Direktübertragung mit 3.500 Leuten sind. Meine Zuschauer, die können hier im Chat schreiben, die schreiben, coole Socke, der Lind ist super, Sie haben ein paar Wähler mehr, das ist schon gebongt. Und Man weiß ja nicht, ob die mich wählen können. Das ist ja bei der Erststimme nicht nur immer wahlkreisabhängig, aber generell vielleicht ja. nein, Sie sind ein witziges Bürschchen, ohne Scheiß. Wuppertal ist okay. Passen Sie auf. Darf ich Sie noch mal anrufen in den nächsten Tagen? Dürfen Sie mal. Ich gucke es mir wieder wie YouTube, gesagt, nochmal an. YouTube, digitaler Chronist und Alles klar. Sie und ich melde mich bei Ihnen gegen das Wochenende noch mal irgendwie. Und ich danke Ihnen sehr, finde ich wirklich eine coole Aktion. Sie haben wirklich für mich bei der SPD jetzt den Eindruck verbessert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Da gibt es echt noch vernünftige Leute, muss ich echt sagen, finde ich toll. Alles klar, Herr Lind, haben Sie einen schönen Abend und gute Zeit. Danke Ihnen. Okay, bis. Ach so, Herr Lind, noch eine Frage, noch eine Frage. Ich weiß, Sie können sie mir nur mit Nein beantworten. Haben Sie zufällig die Nummer von Frau Andrea Nahles? Alles klar, ich hab nichts anderes von Ihnen erwartet. Sie sind ein cooler Typ. Alles klar, ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Okay, tschüss, Herr Lind. Ja, ciao. Ciao. Swiss Reports, super geil. Ein geiler Moment in meiner Direktübertragung. Das war der Lind. Schauen wir mal, Hat wer Olli ist. keine Chance mehr? Florian Post. Oh! Yeah! Florian Post. Sehr geil. Das ist sehr geil. 0171 710 7969. So. Sehr geil. Florian Post ist mein Lieblingspolitiker. Oh, es klingelt. Ja, guten Tag, Herr Post. Hier spricht der digitale Chronist auf YouTube. Ich muss Sie vorwarnen, wir sind hier in einer Direktübertragung live mit 3.200 Zuschauern. Wenn Sie jetzt auflegen, kann ich das verstehen. Ich bin gerade im Auto und Moment. Hören Sie mich Ich jetzt? höre Sie sehr Moment, gut, Herr warten Sie mal Post. ganz kurz. Ich höre Ich Sie sehr muss gut. umschalten, weil jetzt geht's. Ich will Nein. ja verkehrstechnisch korrekt sein und über die Freisprecheinrichtung telefonieren. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Aber Sollen Sie bitte natürlich. nochmal wiederholen, was Sie gesagt haben? Aber gerne. Ich will Sie fairerweise gleich darauf hinweisen, dass ich bin der digitale Chronist auf YouTube und habe einen YouTube-Kanal und bin hier gerade in einer Direktübertragung, früher bekannt als Livestream. Also Ihnen hört jetzt gerade 3.200 Zuschauer zu. Und wenn Sie jetzt auflegen, kann ich das gut verstehen. Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie Lust auf ein Live-Interview, natürlich nicht jetzt, sondern vorbereiteterweise, auf meinem YouTube-Kanal mit mir machen wollen. Da müssen Sie sich also jetzt nicht nach Berlin bewegen. Ich sitze hier in Berlin, sondern es würde dann über Webcam und Mikro und Laptop laufen, wo ich Sie dann in meine Streaming-Software einlade. Ich muss Ihnen fairerweise sagen, ich bin jetzt nicht der Fan der SPD. Aber das heißt ja nichts, ja. Andere Journalisten sind ja Fans der SPD. Aber wir wollten vielleicht mal, meine Zuschauer und ich, vielleicht einfach auch mal jemanden wirklich haben, der argumentativ mit uns um die besten Argumente ringt, wie man so schön sagt. Es kommt darauf an, um welches Thema Sie mich interviewen wollen. Das Thema aktuell, natürlich, das würde jetzt so vorbereitet sein. Ich würde Sie da, das würden Sie ja logischerweise und verständlicherweise auch nicht machen. Würde ich auch nicht machen an Ihrer Stelle. Natürlich würden wir das vorbereiten und darüber sprechen und Vorgespräch führen und vielleicht auch irgendein ein Gerüst bauen.
Es geht darum, das Thema wäre jetzt SPD-Vorsitz. Also die Kandidaten. Herr Post, Herr Post, das war eine geile Reaktion. Wollen Sie mich fragen, ob ich auch kandidiere? Nein, also Nein. ich werfe meinen Hut nicht in den Ring. Ich lasse dich gleich mal beantworten. Nein, Herr Post, ich meine übrigens, ich komme auch aus München, also wir sind schon Brüder im Geiste, ja. Also an der Stelle sind wir schon beieinander. Nein, ich fand jetzt die Reaktion ziemlich geil, weil Sie jetzt ganz kurz mal ein bisschen sprachlos waren, kann das sein? Das hat mich nicht wirklich überrascht, dass Sie mich zum SPD-Vorsitz interviewen wollen. Da rufen mich ja viele Journalisten an. Ich hatte jetzt nur überlegt, dass ich Ihnen als Antwort gebe, aber ja, Herr Post, passt schon. ich will Sie gar nicht lange jetzt hier Ihre Zeit stehlen und Ihren Feierabend stören, wenn Sie überhaupt schon Feierabend haben. Oder es war wirklich eine Frage, Herr Post, sind Sie jetzt noch in Ihrer Funktion als Bundestagsabgeordnete jetzt um 21:39 Uhr noch unterwegs oder sind Sie jetzt wirklich Privatzeit? Nein, ehrlicherweise bin ich jetzt privat unterwegs. Ja, das Deswegen ist auch gebe ich richtig jetzt so. nach Hause. Ja, wunderbar. Das ist doch wichtig so. Richtig meine ich. Herr Post, darf ich Sie die nächsten Tage anrufen? Das können wir ja auch nächste Woche gerne machen. Schauen Sie sich meinen Kanal an. Vielleicht sagen Sie dann, nee, auf dieses Arschloch habe ich keinen Bock. Würde ich dann auch verstehen. Digitaler Chronist auf YouTube. Einfach mal Okay, eingeben werde ich jetzt und mal googeln. googeln Ja, Sie oder es eintippen mal. auf Können Sie YouTube auch dann, auf ja. Google, ja, just Google me, kein Problem. Ja, Ja, okay, werde ich mal und recherchieren. dann. Ich hab ehrlicherweise noch nichts von Ihnen gehört. Aber ich schaue es mir mal an, vielleicht habe ich ja doch schon mal was Also, gesehen. Herr Post, jetzt bin ich aber wirklich maßlos enttäuscht, das sage ich Ihnen schon. Aber umgekehrt, weil sonst hätten Sie mich ja nicht angerufen, umgekehrt funktioniert es wenigstens. Also, Sie kennen ja scheinbar mich. Ich kenne Sie, ich Passt kenne ja auch. auch, nein, wissen Sie, woher ich Sie noch kenne? Ich wohne schon lange nicht mehr in München, aber ich hatte dieses Wahlplakat Post für Sie. Das fand ich um Längen besser als vom Ude Wort halten. Herr Post, tun Sie mir einen Gefallen. Sagen Sie mir bitte, dass dieses Plakat super daneben war. Okay, alles klar, Habe ich jetzt das werte ich nicht mal als gerade Ja. gehört, dass Sie Das mein werte ich mal als Ja. Alles klar. Okay, ich rufe Sie die nächsten Tage an, wenn ich darf, Herr Post. Ja, Ja? das dürfen Sie. Rufen Sie Ich mich an. kann Machen meinen wir es. Nachnamen, ich bin Thomas, aber ich will meinen Nachnamen nicht sagen. Natürlich nenne ich Ihnen privat dann meinen Nachnamen, das ist vollkommen klar, aber mein Nachname ist auf YouTube nicht so bekannt und ist auch okay so. Wenn ich da bitte um Verständnis bitten dürfte. Ja, also ich werde mal schauen, digitaler Chronist, wer Sie sind und was das für ein Format ist und rufen mich einfach wieder an. Machen wir es so. Danke, darf ich Sie am Wochenende auch stören oder geht da gar nichts? Sie probieren es einfach. Wenn Alles ich hier gehe, klar, dann coole gehe ich hin. Wenn Antwort. nicht, dann nicht. Alles Selber. klar, ich danke Ihnen. Schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Ja, wiederhören. Alles klar, Danke. ciao, Servus. servus. Das ist echt, eigentlich sind die ganz cool, muss ich sagen, ja.